Phil Laude. Sag mal, wofür haben wir eigentlich den WG-Arbeitsplan, wenn ich der Einzige bin, der sich dran hält? Oh, ja, Robin. Was ist das, Mann? Das ist der quartalsmäßige Feueralarmtest mit Evakuierungsübungen. Nur einen persönlichen Gegenstand mitnehmen und dann in zweier Reihen aus dem Gebäude. Was? Seit wann gehört denn der Joghurt im Joghurtbecher zu Verbrauchsmaterialien? Yunus, deine Badezimmerzeit ist seit 5 Minuten vorbei. Von 7:30 bis 8 sitze ich auf dem Donnerbalken. Füße vom Tisch. Füße vom Sofa. Allah. Stoßlüften. Jonas, zum letzten Mal. Keine Straßenschuhe in der WG. Junge, zum letzten Mal. Das sind keine Straßenschuhe. Das sind Hauszanottis. Meine Fresse, Alter. Alter, warum geht das nicht? 21 Uhr, WLAN ist aus. Was? Um 21 Uhr schalten wir das WLAN aus. Digga, hast du Fieber? Nee, eine Zeitschaltuhr. Was ist denn das, Alter? Meine Hauszanottis. Wie hast du die gerade genannt? Zanockis? Genau. Giuseppe Zanocchi. Was ist denn jetzt schon wieder falsch? Zanottis! Also ich könnte mich jedes Mal wieder drüber beömmeln. Ich liebe Spruchtassen. Ich finde, wir brauchen noch mehr Tassen mit lustigen Sprüchen in der WG. Nein. Jungs, ich liebe unseren Brettspielabend jeden dritten Donnerstag im Monat. Ja. Ich hole uns noch ein paar knackige Erdnussflips. Super! Hey, warum bist du mit dem befreundet? Ich glaub, Wandler, nur wegen dieser Wohnung, Alter. Und du? Oder nur Job klar gemacht, ja, deswegen. Okay. So, geht's euch gut? Super. Guten. Danke. Legen wir los? Ja! Ja! Ja. Ja. Uno! Uno! Ja! Verteil du. Du wärst dran gewesen mit Müll wegbringen, Jonas. Ah, ja, klar. Natürlich, hab ich vergessen. Ja, super lustig, ne? Schenkelklopfer hier. Ist das nicht mein eingetuppertes Butterbrot? Ne, es steht ja hier nirgends, ne? Und wir haben gesagt, wenn es nicht beschriftet ist, ist es Gemeinschaftsessen. Wer hat das gesagt? Wo steht das? Wir haben das in der WG-Satzung so festgelegt. Du, ich mach ja die Regeln nicht. Doch, genau du machst die Regeln, Alter. Ja, ich mach auch die Regeln. Frank, ja, ist klar, dass deine Scheißsachen leer sind. Jonas, ich sehe mich leider verpflichtet, noch mal mit dir Tacheles zu reden wegen gestern Abend. Da war es nämlich nach 22 Uhr noch ziemlich laut bei dir. Das weiß ich nicht. Okay. Also ich habe es nämlich auch protokolliert und sowas habe ich wirklich selten gehört. Ich lese einfach mal vor, ja? Vielleicht kommt dann irgendwas bei dir. 22.03 Uhr, oh ja. 22.05 Uhr, oh ja. Genau so weiter. 22.10 Uhr, ah, ich komme. Ja. Ist klar, dass du sowas nicht kennst, ne? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du Damenbesuch hattest. Ach, wirklich? Und in dem Fall, brauchst du es dir nicht vorstellen? Ich habe ein Video davon, warte. Das muss nicht sein. Danke, nee. Ist, alles okay. Yunus. Heftiger Arsch, oder? Ja. Guten Appetit. Yunus, ich habe die Nebenkostenabrechnung abgeheftet. Wäre das für dich okay, wenn du nur alle 2 Tage warm duscht? Das ist gerade nicht dein Ernst, oder? Nee, das ist hier kein Saunaclub. Bevor du eingezogen bist, waren es 10. Oder du überweist mir das. Nein, nein, kein Problem. Ich dusch einfach gar nicht mehr. Besser, oder? Der Damenbesuch, waren das 1 oder 2 Nächte? 2. Okay, dann kannst du dir das so geben. Was ist das?
Das ist eine Rechnung. 1,5 Tage Miete, 2 Bananen, 176 Gramm Müsli und der Kaffee. Der ist gut, Alter. Dir wird das feiern, Mann. Ja, war auch ein Witz. Also der Kaffee geht natürlich aufs Haus. Ja, da lasse ich gern 5-mal gerade sein. Und den Rest kann sie in den nächsten Wochen überweisen. Ich bin noch nicht so streng. Leute, bei uns in der WG wird Stoß gelüftet. Bist du bereit für unseren Serienabend? Warum nicht, Bro? Netflix? Nee, Nixflix hier. ARD, Mediathek und die Kiste bebt. Nixflix, alles klar. Ja. Gibt's da Explosionen und so einen Scheiß? Da explodiert dein Kopf bei diesen Plot-Twists hier. Nee, das ist wirklich eine spannende Serie. Viel Comedy mit drin. Deadpool hat eine Serie? Nein, Tatort Reiniger. Tatort was? Ja, also gut, ich habe die Pizza bezahlt, deswegen darf ich auch aussuchen. Und ich krieg noch 5,20 für die. Das war's, Digga. Ich geh zurück zu meiner Mutter. Und nach Mom, nach sind. Die Pizza wird kalt. Halt's mal. Ja, wenn du die jetzt mitnimmst, dann musst du die auch bezahlen. Was ist denn, geht da mal nach heute? Mein Gesicht in der ARD Mediathek. Eine Serie über mich von Phil Laude. Nee, was der Schnippel nicht kennt, guckt doch nicht. Aber ihr könnt die gucken. Also kein Spaß, jetzt Sketch ist vorbei. Schaut Almania, das ist Hardcore-Promo für meine Serie. Guckt sie jetzt an, sie ist wirklich gut. Alle gucken, einschalten und Sejun spielt auch mit. Wer? Sejun. Ach, dieser Süße aus Düsseldorf. Ja, ja. Ich mag den voll. Ja, Spaß. Guck die Serie. Danke fürs Zuschauen, Leute. Hier ist jetzt der Link zur Serie und wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschö mit Ö.